Zu Kaisers Zeiten war das Leben noch einfach. Die Habsburger heirateten, bekamen kleine Prinzen und Prinzessinnen und lebten ein frommes Leben. Oder? Die habsburgsche Heiratspolitik zwang die Menschen, ihre Gefühle mit politischen Zielen zu verschränken. Die katholische Moral stellte sich gegen die Sehnsucht nach echter Liebe. Oft blieb nur den Schein aufrechtzuerhalten. Für viele wurde dies zur bestimmenden Lebensaufgabe. Wie königliches Speed-Dating funktioniert oder warum Eure Hoheit Luzi Wuzi aufgrund seiner sexuellen Neigung zum Salzburger wurde. Das und mehr erzählen wir in diesem Zweiteiler. Früher herrschte der Adel in Europa. Das waren privilegierte Familien. Und je älter der adelige Stammbaum, desto besser. Das Wichtigste war, dass man standesgemäß war. Also wenn ein Paar zusammenkam, mussten beide standesgemäß sein. Und standesgemäß hieß, dass mindestens 16 Vorfahren aus hochadeligen Kreisen stammten. Also die mussten Fürsten, Prinzen und Prinzessinnen sein. Und wenn das nicht der Fall war, dann war man bei Hof nicht geduldet. Dem ältesten Sohn wurde jeweils der Herrschertitel übertragen. Das nennt man Primogenetik. Franz Josef und Sisi haben ihren Promi-Status der Primogenitur zu verdanken. Es war also sehr wichtig, wen man heiratete. Doch ob man mit dem Auserwählten glücklich wurde, war nicht so wichtig. 44 Jahre waren Sisi und Franzl verheiratet. In dieser ganzen Zeit sahen sie sich zusammengerechnet nur 4 Jahre. Kaiserin Elisabeth war früh schon auf Reisen. Und so kam es, dass Kaiser Franz Josef eines Tages im Kammergarten von Schönbrunn, das war der öffentlich zugängliche Teil des Schlossparks, ein 15-jähriges Mädchen, die aber schon verheiratet war, die hieß Anna Nahowski, die hat er da beim Spazierengehen in aller Frühe getroffen und es entstand im Laufe der Zeit eine Beziehung, die 14 Jahre gedauert hat. Und dieser Beziehung ist, wie man annimmt, eine Tochter entsprungen namens Helene, die hat später den Komponisten Alban Berg geheiratet. Der Kaiser interessiert sich nicht für Helene. Und auch die Anna ist für ihn nur eine niedere Liebe. Er ist nicht sonderlich herzlich zu ihr und fordert, dass sie ihr Leben auf seine Besuche einrichtet. Erst 3 Jahre nach Helene Bergs Tod wird das Tagebuch der Mutter veröffentlicht. Bei der Anna Nahowski ist ganz klar, also das war eine reine Bettgeschichte. Das war steht außer Frage, allein schon durch ihre Memoiren, die sie auch geschrieben hat. Die Beziehung ist ziemlich würdelos auseinandergegangen zwischen Kaiser Franz Josef und Anna Nahowski. Nach 14 Jahren will der mittlerweile 59-jährige Kaiser das Verhältnis beenden. Hat ihr das nicht einmal selber gesagt, sondern sie wurde in die Hofburg gerufen und ein Hofbeamter hat ihr mitgeteilt, dass die Beziehung zwischen ihr und dem Kaiser beendet ist. Sie hat dann eine große Abfindung noch bekommen, musste sich verpflichten, weiterhin zu schweigen, dass es diese Beziehung je gegeben hat. Sie hat auch geschwiegen, allerdings hat sie ein Tagebuch geführt in all den Jahren und hat alles genau aufgeschrieben. Anna wird gegen die Hofschauspielerin Katharina Schratt eingetauscht. 200.000 Gulden bekommt sie als Abfindung. Viel Geld, aber weit weniger als Katharina Schratt bekommen wird. Franz Josef ist bereits mit 14 sehr interessiert am anderen Geschlecht. Spezielle Hofdamen sind für die Aufklärung der Prinzen zuständig. Also ganz am Anfang gab es die sogenannten hygienischen Gräfinnen, wie man das genannt hat. Also die wurden von der Mutter den Teenagern zugeführt, damit sie lernen, wie es geht. Das waren also fast immer Schauspielerinnen von der Hofoper. Die sind also auserwählt worden als Liebesanlernerinnen und dann sind sie offiziell verheiratet worden. Doch schon 350 Jahre vor Franz Josef lebte ein Habsburger, der als hochwohlgeborener Sunnyboy gelten konnte.
Selbst ist Maximilian der letzte Ritter, das Kind ungleicher Eltern. Friedrich III. Hat diese Eleonore von Portugal geheiratet, obwohl diese beiden Menschen überhaupt nicht zusammengepasst haben. Er war schon über 30 und sie war 14. Er war für die damalige Zeit ein Riese. Er war über 1,80 und sie war 1,54 Meter. Sie war ein Luxusgeschöpf, war an Luxus gewöhnt und er war eigentlich ein karger Eigenbrötler, der am liebsten dicke Preis gegessen hat und also sich überhaupt nichts gegönnt hat. Ihre einzige Freude waren die Kinder. Ihre Mühe wird belohnt. Maximilian wird ein fähiger Herrscher. Eine reiche, mächtige Frau braucht er noch. Er bekommt laufend Gemälde von heiratswilligen Prinzessinnen zugeschickt. Für Maria von Burgund spricht aber mehr als nur ihr Aussehen. Die einzelnen Königshäuser haben einander irgendwie kennenlernen müssen, die Prinzen. Und da war es so, dass an jedem Hof gab es Hofmaler, die also die Prinzessinnen und Prinzen gemalt haben. Und mit einem reitenden Boten, das war zum Beispiel bei Kaiser Maximilian I. so, wurden ihm also diese auf Porzellan gemalten Gemälde der Prinzessinnen gezeigt und er konnte sich dann für eine entscheiden, musste aufpassen, denn diese Hofmaler haben natürlich ihre Prinzessinnen ein wenig idealisiert gezeichnet und als die dann in Natura ankamen, waren also so manche Prinzen und Könige enttäuscht. Maximilian ist von Maria von Burgund nicht enttäuscht. Die beiden passen nicht nur politisch gut zusammen. Die kleinen Bildnisse von Heiratskandidaten bleiben über Jahrhunderte populär. Sie sind meist mit Aquarell auf hauchdünnem Elfenbein gemalt, manche dünner als 1 Millimeter. Verliebte schicken sie sich gegenseitig. Sie können in Medaillons oder im Portemonnaie aufbewahrt werden. Sie sind schlicht die Vorgänger der Fotografie und erinnern an geliebte Menschen. Maximilian wird bald eins von seiner Maria brauchen. Denn sie stirbt nach wenigen Jahren. Er bindet sich nie mehr so innig. Hingegen unterhält er reichlich Affären. Und daraus entspringen so einige uneheliche Kinder. 72, sagt man eben nach. Die meisten mit verheirateten Frauen. Und davon, da sind einige, die glänzende Partien gemacht haben. Da hat der Maximilian selber drauf geschaut, dass diese Töchter wie den Herberstein heiraten oder Dietrich Stein und so weiter. Also die bekannten Kinder hat er bestens versorgt und hat auch testamentarisch verfügt, dass die Enkel diese unehelichen Kinder versorgen müssen. Das waren eben noch andere Zeiten. Die Habsburger waren noch nicht schwer katholisch und die Sitten nicht so streng. Diese erste Zeit des oder ausgehende Zeit des 15. Jahrhunderts, Beginn des 16. Jahrhunderts, war auch so durch die Badstuben und was alles gegeben hat, wo Männlein und Weiblein bunt gemischt in den Zubern gesessen sind. Das waren keine Mätressen, sondern eben Schlafweiber hat der Maximilian sie bezeichnet, diese Frauen. Die haben offiziellen Titel Schlafweiber gehabt. Und das ist natürlich dann auch ausgeufert. Wie immer, wenn Ketten gesprengt werden. Maximilians Bruder geht noch weiter und heiratet heimlich die nichtadelige Philippine Welser und bekommt auch mehrere Kinder mit ihr. Die Kinder wurden auf die Schwellen zum Schloss, auf den Stiegen vor das Schloss dargelegt. Und die Mutter kam, also die Philippine Welser kam, wie zufällig dorthin, hat die Kinder aufgehoben. Und wenn man solche Kinder aufgehoben hat, dann hat man sie für ehelich erklärt. Also sie hat ihre eigenen Kinder praktisch, die ehelich geboren waren, aber was niemand wissen durfte, zufällig gefunden und die Kinder für ehelich gehoben, hat man gesagt. Und sie ist dann mit ihrem Mann nach Schloss Bürglitz und da hat irgendein Zuträger
den Kaiser Ferdinand informiert, dass der Sohn verheiratet ist mit der Philippine Welser. Und das war natürlich lebensgefährlich für die Frau. Ein Jahrhundert davor wird Agnes Bernauer in der Donau ertränkt, weil sie einen Adeligen geheiratet hat. Und genau so hätte es mit der Philippine Welser gehen können. Aber die Kaiser waren bei den Fuggern und Welsern so sehr in Kreide, so verschuldet, dass der Ferdinand, ich will ihm nichts unterstellen, aber sicher auch war das einer der Gründe, warum er diese Philippine Welser nicht anerkannt, aber doch akzeptiert hat. Sie verstirbt leider trotzdem frühzeitig und Ferdinand II. Sucht in der allernächsten Verwandtschaft nach einer neuen Ehefrau. Die Tochter seiner Schwester Anna bekommt er nicht, jedoch gibt ihm sein Bruder dessen Tochter Maria Katharina zur Frau, gegen einen zusätzlichen Adelstitel. Maria Katharina bringt nicht nur ihre Jugend, sondern auch 120.000 Gulden ein. Das Schlafzimmer teilen sie nur im Ausnahmefall. Also an Höfen hatte natürlich jeder Ehepartner ein eigenes Zimmer. Erstens zum seine Ruhe haben, aber natürlich auch um die jeweiligen Mätressen, Freunde zu empfangen. Ihr Vater dürfte vorwiegend Männer empfangen haben. Und vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum sie das einzige Kind von Kaiser Karl bleibt. Obwohl die Habsburger eigentlich nur einen Job haben, nämlich Thronfolger zu produzieren, scheitern sie immer wieder an dieser Aufgabe. Kaum zu glauben. Es gab immer wieder Momente in langen Regierungsperioden, ganz egal, wo wir da hinschauen, ob im alten Ägypten oder im zaristischen Russland oder wo auch immer, dass dann immer wieder mal, selten aber doch, eine Frau auf den Thron kam. Ja, weil es gibt ganz einfach die Möglichkeit, dass die Ehefrauen, egal wie viele man nimmt, auch das kam vor, halt immer nur Mädchen auf die Welt bringen. Ja, so ist es halt. Und da muss man eben dafür Vorkehrungen treffen, dass diese Frauen dann zumindest herrschen können und nicht von ihren Widersachern aus dem Weg geräumt werden. Also Maria Theresia zum Beispiel ist mit 23 Regentin geworden und sie war umgeben von lauter militärischen Feinden. Ja, und die Staatskasse war auch total leer. Ja. Und diese Männer rundherum haben natürlich irgendwie geglaubt, die werden jetzt ein leichtes Spiel haben. Da ist jetzt eine Frau, die zwar nicht Kaiserin ist, aber sie regiert. Ja, und die werden wir jetzt wegpusten. Und deswegen sind ihr ja von vielen Seiten sehr viele Kriege aufgezwungen worden, die für sie sehr schwierig zu führen waren, weil eben kein Geld da war. Aber zumindest in ihrem Mann hat sie einen Vertrauten und sie liebt ihn bedingungslos. Er hat sie auch geliebt, aber nicht bedingungslos. Er hat sie oft betrogen und hintergangen. Die berühmteste Affäre war eine Fürstin Wilhelmine von Auersberg. Es gab aber auch Schauspielerinnen und viele andere. Er hat ja ein eigenes Palais in der Wallnerstraße gehabt, in dem er seine Mätressen oder seine Geliebten empfangen hat. Egal, damit die Adelslinie bestehen bleibt, müssen jetzt schnell viele Kinder her, eheliche Kinder. Deswegen ist es eben diese besondere Hochzeit zwischen Maria Theresia und Franz Stephan von Lothringen so wahnsinnig wichtig gewesen. Und deswegen waren auch diese vielen Kinder so wichtig und die sind immer wieder dargestellt, ja, weil man da eben bestätigt hat, dass es jetzt vorbei ist, dass es keinen männlichen Nachfahren mehr gibt, so wie es vor Maria Theresia eben gewesen ist. Das ist der Grund für die vielen Kinder. Ihren Mann liebt sie zwar, aber weniger körperlich. Im Gegenteil, sie bittet ihren Arzt sogar um Rat, wie ihr die körperliche Liebe mehr Freude bereiten könnte. Die Kinder bekommt sie, um ihre Macht auszuweiten. Das gelingt ihr. Ihr Sohn Josef II. Wird der nächste Kaiser sein. Zur Frau nimmt er sich Prinzessin Isabella von Parma. Die Hochzeit wird ganz Wien den Atem rauben. Isabella ist hochgebildet und wird von Josef II. Hoch verehrt. Sie erwidert diese Liebe nicht zu 100%. Vielmehr entzückt sie die körperliche Konstitution ihrer Schwägerin, Maria Christina. Allerliebster Schatz, ich küsse dein erzenglisches Arscherl, schreibt sie ihr sehnsüchtig. Sie ist 5-mal schwanger und überlebt die letzte Geburt nicht mehr. Josef ist am Boden zerstört. Ich habe alles verloren.
meine anbetungswürdige Gattin, der Gegenstand all meiner Zärtlichkeit, meine einzige Freundin, ist nicht mehr. Josef heiratet auf nachdrückliche Bitte seiner Mutter hin ein zweites Mal. Er hat eigentlich nichts gegen Maria Josepha, nur sehen will er sie nicht. Er baut sogar eine Zwischenwand am Balkon, damit er sie beim Raussteigen nicht zufällig zu Gesicht bekommt. Auch ihrem Begräbnis bleibt er konsequenterweise fern. Man findet ihn jedoch regelmäßig in den Bordellen am Spittelberg. Seine Zahlungsmoral ist aber nicht kaiserlich. Er wird deswegen sogar aus dem Etablissement rauskomplimentiert. Durch dieses Tor im Bogen kam Kaiser Josef II. Geflogen. Bei Hof wohnen um 1850 zwei einsame Herzen. Eines davon gilt als hübschestes Mädchen von Wien. Erzherzogin Sophie, und sie war verheiratet mit einem jetzt der nicht ganz großen Geistesgrößen, die es in der habsburgischen Familie immer wieder gab. Das war Erzherzog Franz Karl. Und die Sophie war eine sehr willensstarke Person, schon als junges Mädchen. Und sie hat also sehr bald ihre Möglichkeiten gesehen, nämlich hier an diesem Hof, wenn sie schon nicht selber Kaiserin wird, sodass sie zumindest die Mutter eines Kaisers werden kann. Gemeinsam versuchen sie vergeblich, Prinzen und Prinzessinnen in die Welt zu setzen. Sophie hat also zwei Probleme. Einerseits braucht sie Söhne, um Karriere bei Hof zu machen, und andererseits braucht sie Aufmunterung. Und für Zweiteres ist die zweite einsame Seele wirklich gern zu haben, der Herzog von Reichstadt. Er ist der leibliche Sohn von Habsburgerin Maria Luise und Napoleon Bonaparte. Sein Vater ist bereits verstorben und seine Mutter zeigt wenig Interesse. Auch er braucht also Aufmunterung. Die findet er in der Damenwelt. Er wird nicht lange leben, aber intensiv. Er fällt deswegen schon allein in unserer Sammlung auf, das ist schon eine bürgerliche Sammlung, die wir hier sind, drei Porträts von ihm hat. Das ist wirklich eher sehr ungewöhnlich. Daran sieht man einfach, was für eine ungeheure Popularität diese Figur damals gehabt hat. Und zwar eben nicht nur am Hof bei den Damen, sondern auch bei den bürgerlichen Damen, weil sonst wären diese Objekte gar nie in unsere Sammlung gekommen. Also dadurch, dass die Leute gesagt haben, er war so irrsinnig hübsch und natürlich auch, er ist so jung gestorben, das ist natürlich immer das Allerwichtigste, ist er als ewig junger, schöner Prinz in die Erinnerung eingegangen. Dass er viele Affären hat, wissen alle. Und die meiste Zeit verbringt er mit Sophie. Die Gesellschaft tratscht über die beiden. Bei den Männern hat man immer gewusst, wer die aktuelle Favoritin ist und wer das Gspusi ist. Und das war bekannt, mehr oder weniger. Die Frauen mussten diskreter sein und sie durften niemals ihre Männer verlassen. Das war ein No-Go. Solange man nach außen hin eine intakte Ehe geführt hat, Kinder auf die Welt gebracht hat, konnten beide machen, was sie wollten. Für mich hätte die Sophie Grund gehabt, als sie dem Franz Karl diesen unattraktiven, uninteressierten Menschen heiraten musste. Da falle ich in ein Loch, wenn ich so einen Menschen heiraten muss. Und die hat das doch verstanden, ihr Leben zu meistern. Und sie hat also alles daran gesetzt, eben schwanger zu werden. Es sind ja viele, viele Jahre vergangen, wo sie nur Fehlgeburten gehabt hat. Ja, sie hat zwar Kinder bekommen, aber das war halt eben nichts. Und dann hat man gesagt, sie möge bitte nach Bad Ischl fahren und dort eine Salzkur machen. In der Monarchie war man überzeugt davon, dass die Existenz des Kaisers Franz Josef den sogenannten Salzkuren, den Solekuren von Bad Ischl zu verdanken war. Kaum ist sie von der Salzkur wieder daheim, kommen in kurzen Abständen vier Söhne auf die Welt. Im Volk nennt man sie die Salzprinzen. Der älteste der Salzprinzen ist dieser Kleine hier, Franz Josef. Also auch Kaiser Franz Josef selbst war überzeugt davon, dass er diesen Solekuren sein Leben verdankt. Er ist Ischl treu geblieben, er hat ja nur 3 der 86 Jahre seines Lebens im Sommer nicht in Bad Ischl verbracht. Könnte also Napoleon der Großvater des alten Kaisers sein? Man wird es wohl nie erfahren.
Aber können wir eine Ähnlichkeit zwischen seinem Sohn Herzog Reichstadt und Franz Josef hier links im Bild erkennen? Drehen wir das Porträt seitlich und passen wir die Frisur ein wenig an. Also da ist er praktisch in dem Alter, in dem der Herzog von Reichstadt war. Ich meine, man kann eher sagen, dass er seinen Vater nicht ähnlich sieht. Aber natürlich sind diese Geschichten alle nicht belegt. Eine DNA hat es ja damals nicht gegeben. Was aber als gesichert gilt, viele Habsburger hatten uneheliche Kinder. Genauso wie gewöhnliche Menschen damals kannten sie weder Verhütungsmittel noch Abtreibungen. Im Gegensatz zu den Geliebten der Habsburger bekamen Frauen aus unteren Schichten aber keine Apanagen für ihre Kinder. Sie waren auf sich alleine gestellt. Nachdem Franz Josef regelmäßig Bandschall hat, ist er auch mit seinem exzentrischen Bruder nicht so streng, seine Hoheit Luzi Wuzi. Luzi Wuzi ist an Kunst und Kultur interessiert und hebt sich dadurch von seiner Familie ab. Dass er homosexuell ist, stimmt. Dass er ein Transvestit gewesen sei, ist zu hinterfragen. Auch wenn dieses Foto dafür spricht. Niemand geringer als Johann Nestroy hat genau diese Rolle auch selbst gespielt, die dann der Luzi Wuzi gespielt hat. Und das ist, da gibt es das Foto von ihm allein. Aber genau in diesem Kostüm, in diesem Frauenkostüm, gibt es auch ein Foto von der ganzen Theaterszenerie und von den anderen Männern in Frauenkleidern. Das war halt so ein Klamauk und die Habsburger haben sich auch immer gern verkleidet. Und das ist ein Theaterfoto, ein Rollenfoto. Doch er nähert sich tatsächlich regelmäßig in aufdringlicher Weise anderen Männern. Das ist damals auch in den Zeitungen berichtet worden, aber das hat das Kaiserhaus noch lange nicht dazu veranlasst, ihn zu verbannen. Man schickt ihn zwar nach Salzburg in das Schloss Klessheim, aber bricht den Kontakt nicht ab. Und er kommt immer wieder auf Besuch nach Wien. Was er auch war, er war, wie man in Wien sagt, eine Tratschen. Und hat sehr gern halt irgendwelche Geschichten herum erzählt und hat sich damit auch mit sehr vielen verscherzt, unter anderem mit Kaiserin Elisabeth. Kaiserin Elisabeth war sehr eng mit Ludwig Victor befreundet und die haben sich sehr gern mögen. Er hat dann den Fehler begangen, irgendwelche Geschichten von ihr, das bleibt in den Quellen im Dunkeln, was es genau war. Er hat irgendwas weitergetratscht, irgendwas, was sie ihm anvertraut hat, hat er weitergetragen und das hat sie nicht verziehen und die waren dann lange Jahre verfeindet. Und auch Prinzessin Coburg, die Schwägerin von Kronprinz Rudolf, nimmt Karl Ludwig übel, dass er dem Kaiser über ihre Affären berichtet. Sie wird später mit ihrem Geliebten Gesa Matacic durchbrennen und das Geld ihres Mannes verjubeln. Sie fälscht auch Schuldscheine, doch dafür muss ihr Geliebter Gesa statt ihr ins Gefängnis. Denn ein Mitglied des Kaiserhauses kann doch nicht in den Kerker. Wie würde das aussehen? Der renommierte Arzt Wagner Jaurek erklärt die getriebene Prinzessin auf Wunsch ihres Mannes für geistig verwirrt. Die offensichtlich unglückliche Ehe wird danach geschieden. Und in der Presse steht, Schuld an ihrem Verhalten sei die Tragödie in Meierling. Luzi Wuzi jedenfalls nicht. Dass er intrigant war und bösartig war, das ist eigentlich bei den Zeitgenossen gar nicht so feststellbar. Die loben ihn immer als charmanten, großzügigen, sehr eloquenten und stilsicheren Gastgeber und seine Einladungen und Bälle waren total beliebt. Aber er hat offensichtlich war nicht der Diskreteste und hat oft Geschichten weitererzählt. Und deswegen waren ihm doch auch in der Wiener Gesellschaft wichtige Personen böse. Und deswegen hat er eigentlich ein schlechteres Image bekommen, als es zu Lebzeiten eigentlich wirklich war. Skandale sind im Hause Habsburg nicht willkommen. Aber die kaiserliche Zensur verbietet ohnehin jede Skandalisierung in der Presse. Man genießt und verhält sich ruhig. Thank you.
Franz Josef hat mehr Affären als Prinzessin Coburg. Man sagt, sein späterer Unterrichtsminister sei sein Sohn. Eine seiner Geliebten ist angeblich Baronin Wetscherer. Ihre Tochter Mary sieht ihr sehr ähnlich und wird noch eine tragische Rolle in der Geschichtsschreibung spielen. Seine bekannteste Geliebte ist Katharina Schratt. Sie kommt aber erst spät ins Bild, da ist er bereits 55. Also die Schratt ist eine bewundernswerte Frau, muss ich sagen. Das war nämlich nicht leicht verdient, das Geld. Die hatte ja mehrere Geliebte gleichzeitig oft. Und in der Früh, mehr oder weniger noch bei Dunkelheit, kam der Franz Josef auf ein Frühstück und wollte unterhalten werden. Dann hatte sie Probe, dann hat sie sich noch mit anderen Liebhabern getroffen, dann hatte sie Vorstellung und nach der Vorstellung war wieder ein anderer Mann. Die Nächte hat sie dann verbracht mit ihrer großen Liebe, eine große leidenschaftliche Geschichte mit Johann oder Hans Wilczek, einem der vermögendsten Aristokraten und populärsten Aristokraten der damaligen Zeit, der auch sehr fesch war. Mit dem hat sie eine sehr leidenschaftliche Affäre gehabt. Und parallel zu Kaiser Franz Josef. Und der war auch immer ganz schrecklich eifersüchtig auf den Kaiser Franz Josef. Aber das, also wenn sich ein Kaiser als Beschützer anträgt, sagt natürlich nicht nein. Doch welche Rolle spielt die Schauspielerin Katharina Schratt in Franz Josefs Liebesleben? Ist die Seelenfreundin doch auch die Geliebte? Ja, also ich glaube, davon können wir heute ausgehen. Ja, ich meine, ich glaube, natürlich kann man kann in alles was reininterpretieren. Nur ich finde es verkehrt, wenn man das tut, ohne es wirklich zu wissen. Weil wer hat die Laterne gehalten neben dem Bett? Also es war ja auch so, dass der Franz Josef vor Katharina Schratt selbstverständlich auch Affären und Intimitäten mit anderen Frauen vor der Elisabeth, während der Elisabeth, nach der Elisabeth auch. Ja, also das war völlig normal. Ich meine, der war Kaiser und vorher schon Kronprinz. Das war am Hof einfach üblich natürlich, dass die Männer und vor allem die jungen Männer Beziehungen haben. Es geht auch aus diesem Brief hervor, den Franz Josef, einer von vielen Briefstellen, den Franz Josef an die Schratt schreibt. Da ich am 19. ungefähr um 6 Uhr früh in Schönbrunn eintreffen werde, so werde ich mir erlauben, um 8 Uhr oder etwas später in der Gloriettgasse, das war eine der Villen, die er ihr geschenkt hatte, zu erscheinen mit der Hoffnung, sie den Zeitumständen entsprechend endlich wieder einmal zu Bett zu finden, was sie mir halb und halb versprochen haben. Das sind umgerechnet über 10 Millionen Euro, die sie von ihm bekommen hat. Und damit erübrigt sich meiner Ansicht nach auch die Frage, ob das jetzt nur eine gute Freundschaft war oder ob sie wirklich die Geliebte des Kaisers war. Sie war Schauspielerin, ich meine, die hat ja neben dem Kaiser viele andere Verehrer gehabt. Das hat der Kaiser auch gewusst. Ne? Deswegen hat er ja dann geschrieben, ich hoffe nicht, dass sie mit den Bulgaren, der gemeint hat, den König von Bulgarien, wieder in der Nacht so und so lange zusammen sind. Ne? Also der hat ja gewusst, dass er Konkurrenz hat natürlich. Ne? Und das Lustigste ist, die Katharina Schratt in der Zeit, wo sie mehrere Geliebte gleichzeitig hat, und lustigerweise sind ja viele Briefe erhalten, hat dann an alle drei, weil so viel Zeit hatte man nicht, damals gab es kein schnell SMS schicken mit irgendwie vielleicht noch so Smileys, sondern da hat sie dann allen drei Männern mit geringen Abweichungen die gleichen Briefe geschrieben. Es ist ganz lustig, wenn man das vergleicht. Sissi ist diese Verbindung mehr als recht. Sie hat die beiden sogar verkuppelt. Nichtsdestotrotz macht sie sich in Gedichten über das Turtelpaar lustig. Liebe leiht dem Alter Schwingen, ist das Haupt auch glatt und kahl. Sie schnürt den Bauch sich ins Korsett, dass alle Fugen krachen, hält sich gerade wie ein Brett und äfft noch andere Sachen. Sisi selbst unterhält keine aufmunternden Affären, wie auch sie allgemein unglücklich ist. Die ökonomische Freiheit gibt einem keine persönliche Freiheit. Das war sicher ein großes Problem für sie. Das hat sie eben eingesehen, wie es sozusagen schon ein bisschen zu spät war. Die hat eine furchtbar naive Vorstellung gehabt davon, was es heißt, Kaiserin zu sein. Aber ich glaube, sie war so ein weiblicher Narziss, dass ihr das genügt hat, die Anbetung. Dass sie erkannt hat, die Männer fallen ihr zu Füßen,
So, und die liegen da am Boden. Das ist also so, so sehe ich diese Frau. Das, ich glaube, es gibt so Typen, denen genügt es, dass sie nur angebetet werden. Und ob natürlich der feurige Andrasch sie geküsst hat, ich weiß es nicht. Es könnte ja sein, aber es hat sich daraus sicher nichts entwickelt. Sisi ist eine der besten Reiterinnen der Welt. Ihr liebster Reitkumpane ist der Engländer Bay Middleton. Sie verbringen sehr viel Zeit miteinander. Gut, mit dem Bay Middleton wäre das was anderes gewesen, weil mit dem ist sie ausgeritten und da war sie... Da ist keiner nachgekommen. Aber mit dem Andraschi, da war sie ja wahrscheinlich nie länger allein oder was. Also, natürlich hat man gesagt, die Marie-Valerie ist eventuell eine Tochter vom Andraschi, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht mit dem Bay Middleton, was weiß man. Ja, eben, ja, könnte sein. Die Ehe mit Franz Josef ist für sie kein Hauptgewinn. Sie schreibt später an ihre Tochter Valerie: Die Ehe ist eine widersinnige Einrichtung. Als 15-jähriges Kind wird man verkauft und tut einen Schwur, den man nicht versteht und dann 30 Jahre oder länger bereut und nicht mehr lösen kann. Nur 15 Monate nach dem Tod ihrer Tochter Sophie bringt sie Kronprinz Rudolf zur Welt. Sie kann sich emotional dem Kind schwer öffnen. Sie wird eine abwesende Mutter sein. Der Vater ein Patriarch aus dem vorigen Jahrhundert. Aus dem zarten Buben wird ein schwermütiger, monarchiekritischer Mann. Sein Dilemma ertränkt er im Alkohol. Das weiß ich nicht. Nein, darüber haben wir nicht gesprochen zu Hause. Der Franz Josef hat ihn ja überhaupt nicht ernst genommen. Zuerst war er ein Grebierl, dann war er ein Plauscherl für den Franz Josef. Wenn der Rudolf irgendeinen Plan dem Vater vorgestellt hat, dann hat der Franz Josef gesagt, der Rudolf plauscht schon wieder. Ja, wenn ich einen Sohn habe, der erwachsen ist, der verheiratet ist, den ich nicht ernst nehme, das ist ja an sich eine Katastrophe. Seine Frau Stefanie findet seine Haltung und seinen Lebensstil furchtbar. Er treibt sich in der Vorstadt herum unter den gewöhnlichen Leuten, unterhält Affären, steckt sie mit Tripper an. Sie kann keine Kinder mehr bekommen und schlussendlich nimmt sie sich auch einen Geliebten. Rudolf macht sich auch im Kaiserhaus keine Freunde. Man beobachtet jeden seiner Schritte, wortwörtlich. Und er hat sicher auch gewusst, dass er natürlich auf Schritt und Tritt überwacht wird. Das ist ja alles aufgeschrieben worden, wann der wo lang ist. Er hat auch gewusst, dass das alles dem Kaiser vorgelegt wird. Ja, ein schönes Leben ist es nicht. Und er hat schon längere Zeit einen Menschen, eine Frau natürlich, gesucht, die mit ihm sterben wollte. Also das hat der Mitzi Kaspar schon gesagt, dass er mit ihr hinaufgehen will auf die oberhalb von Mödling zum Husarentempel und sich dort erschießen, ja. Mitzi Kaspar will die Augen nicht verschließen. Die 24 Jahre junge Soubrette kommt aus armen Verhältnissen. Seit mehreren Jahren hat sie eine innige Beziehung zu Rudolf. Er hat ihr ein dreistöckiges Stadthaus auf der Wieden gekauft. Und die hat gesagt, nein, natürlich nicht, hat es aber bei der Polizei zu Protokoll gegeben. Also das ist ganz offiziell dann auch bekannt gewesen. Man hat nur nichts unternommen. Die Aussage wird zu Protokoll genommen, das Protokoll wird abgelegt. Dem Polizeipräsidenten waren die Hände gebunden. Der durfte innerhalb des Kaiserhauses, und Meierling war im Besitz des Kaiserhauses, nicht einschreiten. Kaiser Franz Josef war durchaus vorgewarnt, aber nicht durch den Polizeipräsidenten, sondern durch seine Schwiegertochter Stefanie, die wenige Monate vor der Tragödie von Meierling Kaiser Franz Josef mitgeteilt hat, dass Rudolf mehrmals Äußerungen getätigt hat, dass er sein Leben beenden möchte.
Und der Kaiser hat aber das, das hat die Stefanie dem Kaiser gesagt, und der hat aber das nicht ernst genommen. In der Nacht zum 30. Jänner 1889 besucht Rudolf das letzte Mal seine Geliebte Mitzi Kaspar. Danach fährt er in sein Jagdschloss Meierling. Dort wartet die 17-jährige Mary Wetscherer auf ihn. Die romantisch veranlagte, verliebte Mary Wetscherer war dann genau die Richtige für den Kronprinz Rudolf. Es ist dieselbe Mary, deren Mutter bereits mit Franz Josef eine Affäre hatte. Helene Wetscherer soll auch Rudolf Avancen gemacht haben. Die Tochter wird von ihr schon in jungen Jahren auf Fotos als Anschauungsobjekt positioniert. Ihre Attraktivität soll den Einstieg in den Hochadel ermöglichen. Doch es läuft anders. Beide schreiben mehrere Abschiedsbriefe an ihre Familien. Mary schreibt herzlich ihrem Bruder und weniger herzlich ihrer Mutter. Rudolf erklärt seiner Frau Stefanie, sie sei nun von der Plage ihrer Ehe befreit. Der Brief an seine Mutter konnte als einziger nicht gefunden werden. An seinen Vater schreibt er nicht. Seinen Diener Loschek schickt er mitten in der Nacht die Pferde anspannen. Will er Mary doch überreden, zurück in die Stadt zu fahren? Geschlafen wird jedenfalls nicht. Und der Loschek hat ja dann noch für sie da verschiedene Dinge herrichten müssen, der Kammerdiener. Und der hat ja dann diese Schüsse gehört. Wird immer umschrieben mit Doppelselbstmord. Es war ein Mord. Er hat diese arme Mary Wetscherer getötet und dann hat er Selbstmord begangen, was damals als noch schlimmer galt, weil es gegen die religiösen Vorschriften verstoßen hat und er eigentlich gar nicht hätte ein katholisches Begräbnis erhalten dürfen. Das hat man dann also hingekriegt, indem er gesagt hat, er wusste nicht, was er tut. Er war also geistig verwirrt. Die erste Erklärung an die Öffentlichkeit lautet, Mary Wetscherer habe Rudolf vergiftet. Diese Version wird bald zurückgenommen. Helene Wetscherer erhält trotzdem keinen Trost. Es wurde ihr aber trotzdem verboten, ihre Tochter abzuholen, offiziell. Es durften die Onkeln, sozusagen der Mary Wetscherer, also die Brüder der Mutter, durften bei Nacht und Nebel nach Meierling und durften die Mary rausschmuggeln. Aber es musste so ausschauen, als würde sie leben. Ja, und diese ganze weitere Abwicklung ist ja dann so gelaufen, dass die Wetscherer mit der Kutsche da in der Kutsche weggeführt wurde, mit einem Stock im Rücken und Hut am Kopf über der Wunde und so weiter verscharrt wurde. Viele Mythen ranken sich um Meierling. Nicht zuletzt jener, wonach Mary den Prinzen erschossen hätte. Die Wetscherer hätte den Rudolf nie erschießen können und sich auch nicht, weil sie Rechtshänderin war und die Kugel ist aber von links in ihren Kopf eingedrungen. Also diese Geschichte scheidet aus. Was man heute aufgrund der Quellenlage ganz klar sagen kann, die unglückliche Ehe mit Stefanie war es nicht, das wäre kein Grund gewesen. Und auch die immer wieder zitierte Krankheit des Kronprinzen stimmt de facto nicht. Das kann man heute aufgrund der Quellen sagen. Er hatte nicht Syphilis, er musste nicht Angst haben, daran zu sterben. Das hat er auch gewusst. Jeder fünfte Mann in der Monarchie hat sich mindestens einmal in seinem Leben mit Trippa angesteckt. Das war so die Kavalierskrankheit. Das war zwar schmerzhaft, aber nicht tödlich. Bis heute kursieren auch Theorien darüber, dass Rudolf von Widersachern getötet wurde. Für meine Begriffe ist es so, wenn jemand umgebracht wird, dann schreibt er nicht vorher ein Testament. Das hat ja der Rudolf getan.
Alle Akten, die es noch gibt, ja, die befassen sich jetzt mit diesem Mädchen, eben mit dieser Mary Wetzerer. Und da kriegt man halt irgendwie das Gefühl, ja, oder diese Groschenroman-Sache, nicht, dass halt immer wieder, wie das halt dann später war, tausendmal verfilmt worden ist und die Liebe, oder, das stimmt ja alles überhaupt nicht. Diese Geschichte ist nun einmal für die Touristen ideal, würde ich sagen. Und da hat niemand Interesse, wirklich das zu erforschen. Warum musste es so weit kommen? Ich glaube, faktisch auch da ist das Problem natürlich. Man muss natürlich sagen, es ist schon so, dass solche kaiserlichen Familien, dysfunktionell kann man nicht sagen, weil das sind sie natürlich nicht. Aber ich glaube, es gibt in allen Monarchien, ist halt das Problem, dass in einer Monarchie, wo es dann eben einen, der regiert, und von dem erwartet man alles, dass er halt, außer dass er regiert, auch ein vollkommen intaktes Familienverhältnis hat. Das ist halt nicht ganz einfach. Weil jeder Mensch braucht einen gewissen Freiraum, wo er einfach sozusagen sich gehen lassen können muss. Also Franz Josef hat ja ein Reich regiert in einer Art als allmächtiger, von Gottes Gnaden berufener Kaiser, das in die Zeit da überhaupt nicht mehr gepasst hat natürlich. Ja, und die meisten haben das ja auch gespürt. Aber eben das große Maria-Theresien-Denkmal zwischen den beiden Hofmuseen, das ist ja 1888 eingeweiht worden, also eben zur Zeit von Franz Josef und wo man eben diese sogenannte gloriose Vergangenheit projiziert hat, um sich selber sozusagen größer darzustellen, als man ist. Ne? Und ich finde, dass diese Geschichtsschreibung sehr stark noch immer bis heute durchwirkt. Mary wird keine offizielle letzte Ruhestätte erhalten. Ihr Grab wird über Jahre mehrmals verlegt, vergessen und wiederentdeckt und wieder vergessen. Rudolfs Name wird in der Hofburg nie wieder erwähnt werden. Das Jagdschloss wird großteils abgerissen und ein Kloster aufgebaut, wo bis heute für den Lebensmüden gebetet wird. Mit seinem Tod wird der Thron für den Neffen von Franz Josef frei. Doch auch Franz Ferdinand besteigt den Thron letztendlich nicht. Karl kommt an die Reihe und auch er wird nur wenige Jahre Herrscher bleiben. Seither ist man sich nicht ganz einig, wer aktuell rechtmäßiger Erbe des Throns ist. Also der Erzherzog Markus sagt, Sie sind die eigentliche Kaiserlinie. Er ist ja der Urenkel von Franz Josef und das Sisi. Während die anderen sind ja nur vom Bruder des Kaisers, eben vom Karl Ludwig. Und die einen sehen die anderen nicht als echte Kaiserlinie und jetzige Kaiserlinie sagt, die anderen sind praktisch ausgestorben dadurch, dass der Rudolf ja sich umgebracht hat. Ist die männliche Linie erloschen, sagen wir so. Wobei uneheliche Nachkommen würde es aus allen Linien wohl noch genug geben. Rudolf jedenfalls hat freiwillig verzichtet. Warum es von Kaiserin Sissi Nacktfotos gibt und Franz Josefs Enkelin einen Sozialisten heiratete, davon erzählen wir im zweiten Teil von »Wie die Habsburger liebten«.